Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon. Bevor jemand fragt, das da hinten. Das. Ja, das ist das, was ihr denkt, was es ist. Das ist dieses Ring Fit für die Switch. Ich hab's noch nicht weggeräumt. Sorry. Ich hab's auch noch gar nicht so lange. Ich hab's bestellt. Oh. Am Montag, glaube ich, auf Amazon. Ich glaube, es war Montag. Dienstag war es dann da auf jeden Fall. Amazon Prime, ihr wisst. Ich habe es bis jetzt auch nur einmal ausprobiert. Ich finde es ultra lustig. Also mir macht es unheimlich viel Spaß. Habt ihr das ausprobiert? Schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ihr das auch schon ausprobiert habt. Ich finde es mega lustig. Der hat einen coolen Hut. Und auch so einen Hut. Kostüm ist auch cool. So. Ich sollte aufhören, mich ablenken zu lassen. Bin immer viel zu leicht abzulenken. Ich weiß. Muss mal ganz kurz. Alles gut. Hab gerade bei OBS was gucken müssen, aber ist alles gut. Alles gut. Die Attacke ging daneben, sehr schön. Das mag ich ja. Welche Attacke hat Arbok eingesetzt, dass mein Ulnona nicht mehr trifft? Ich habe nie aufgepasst, das tut mir leid. Ich war mit Ring Fit beschäftigt, von Ring Fit zu erzählen. Ah, Ulnona trifft wieder. Ich habe auch noch den Karton da liegen. Da hinten. ja, den habe ich auch noch nicht weggeräumt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Karton. WTF? Warum? Ich sollte aufhören, wenn ich kämpfe, anderes Zeugs zu babbeln. Weil ich kann nicht anders. Ich habe ein Haar in der Nase. Oh, was sollte ich sagen? Ja? Ja? Ja, ich bin am Überlegen, ob ich den Karton behalte von Ring Fit oder ob ich ihn wegschmeiß. Und bevor jemand fragt, ja, ich heb manchmal Verpackungen auf. Was ihr nicht sehen könnt. Der Schrank, der hier links von mir steht. Ja, heilen, danke. Der Schrank, der hier links von mir steht, da sind die ganzen. Wie heißt's? Limited Editions drin. Sprich, für die Wii U. Für den 3DS. Irgendwann stapel ich hier mal so die auf, was ich habe, und dann wisst ihr, was ich meine. Hast du dich jetzt aufgehängt? Nein. Ja. Irgendwie schon. Sie steht immer noch da und kämpft. Knacker. Ich muss diesmal wirklich aufpassen, dass ich wohl nur da nicht schon wieder verliere. Das war ein richtiger Fail. Das ist, glaube ich, der erste in der Arena, der 5 Pokémon hat, den wir treffen. Ich glaube, die anderen sind alle nur so zwischen 1 und 3. Warte.
werde mir irgendwann das Haustelefon abschaffen. Ich weiß noch nicht wann. Irgendwann. Weil ein Handy bei einem Haustelefon müsste man auch lautlos machen können, fällt mir gerade ein. Ich werde irgendwann mein Haustelefon entsorgen. Braucht kein Mensch. Ich werde auch gleich meine Rode entsorgen, wenn ich es jetzt nicht austausche. Das war nicht geplant. Sehr schön. Irgendwas wollte ich gerade sagen, ich habe es dezent vergessen. So, kennt ihr das? So dieser Gedanke schon in eurem Kopf und zack, schon wieder weg? Noch bevor ihr darüber nachdenken könnt und auf einmal denkt ihr nur so, irgendwas wollte ich gerade sagen, aber was war's? Und warum habe ich es gleich wieder vergessen? Genau das war gerade dieser Moment, den ich gerade hatte. Dieses, hey, da ist was in meinem Kopf und zack, war es auch schon wieder weg. War noch nicht mal 2 Sekunden da. Entweder ist es nicht wichtig oder mir fällt es nachher wieder ein. Hoffe mal Ersteres. Weil meistens fällt mir sowas da wieder nachts ein. Kennt ihr das? Ihr schlaft so schön, träumt so schön vor euch her oder schlaft einfach nur. Und auf einmal wacht ihr auf, mitten in der Nacht, komplett wahllos. Einfach so, pop! Und dann fällt euch ein, worüber ihr vor ein paar Stunden nachgedacht habt. Das geht mir manchmal so. Und das Lustige ist dann, wenn es zum Beispiel etwas fürs Geschäft ist, ich habe zum Beispiel nachmittags schon mal was eingefallen, ich so, boah, ich muss das und das noch machen. Habe aber dann was anderes machen müssen, dann war es bei mir aus dem Kopf. Und dann saß ich dran und war so, Gott, was wollte ich denn jetzt machen? Nachts fällt es mir dann wieder ein. Und dann schreibe ich mir das auf. Ich schreibe mir das wirklich auf. Oder, was ich auch schon gemacht habe, ich habe es meiner Kollegin geschrieben in WhatsApp, die hat sich hier wegschmissen, weil ich gerade kein Blatt und keinen Stift gefunden habe nachts. Obwohl ich immer Block und Stift irgendwo rumfahren habe. Immer. Ja, seitdem habe ich einen kleinen Block und einen Stift neben meinem Bett liegen. Andere würden denken, sie ist verrückt. Nein, da schreibe ich mir Sachen auf, die mir nachts einfallen, die ich nicht mehr vergessen darf. Das ist alles. So lang drehen, bis uns schlecht wird. Können uns darüber drehen, bis uns schlecht wird. Den haben wir, glaube ich, auch schon. Hier sind noch mehr Kettrainer. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Darmhirplex. War das jetzt nur normal? Ha! Ich glaube, es war nur ein Typ normal. Und ist nicht sowas wie Mogelbaumgestein. Normal. Mogelbaum ist, glaube ich, Gestein normal oder Normalgestein. Ich glaube, Mogelbaum ist nicht Reingestein. Weil ich das nie verstanden habe, warum Mogelbaum ein Gesteinstyp bekommen hat. Ein Mogelbaum ist ein Baum. Und ein Baum ist eigentlich eine Pflanze. Für mich. Deswegen fand ich es immer unrealistisch, dass Mogelbaum ein Gesteinstyp bekommen hat und kein Pflanzetyp. Läuft bei mir. Ah.
bin eigentlich mit dem Moveset von Panzerschrank ganz zufrieden. Bleibt er eigentlich hier stehen? Achso, ich kann ja dann da hinten rum, passt schon. Alles gut. Ich hab's geblickt. Da ein Gluman da. Es ist so süß. Das ging mir auf die Nerven gerade. Hinterfragt's nicht. Danke. Der hat einen shiny Zubat. Der hat einen Schicki auf dem Kopf. Voll süß. Also gucken wir jetzt mal weiter. Das da scheint auch ein Shiny zu sein, aber ich erkenne gerade nicht, was es für ein Pokémon darstellt. Wie sieht es denn eigentlich aus? Vulnona ist kurz vor Level 41, Dragonair ist kurz vor Level 43, Giflor braucht noch ein bisschen, Diktri ist 44 erst geworden. Taubos ist kurz vor 46 und Panzerschrank ist es 47 geworden. Gehen jetzt mal hier lang, hier. Das war nix. Oder? Ah, doch. Und jetzt? Gehen wir hier rum. Gehen wir mal. Und kommen dahin. Okay. Porygon 2 in Azumarill. Irgendetwas sagt mir, dass ich Vulnona ganz schnell austauschen soll. Ich kann mal Giflor benutzen. Oh, das trifft sogar Giflor. Gut, ich hatte schon mal bessere Ideen. Vielleicht keine Attacke einsetzen, der unseren Partner trifft. Nicht cool. Gar nicht cool. Aber sie halten sich ganz gut. Also, unsere Pokémon jetzt. Außer dass Giflor paralysiert ist, das finde ich nicht toll. Es hat getroffen, das zählt. Na. Dieses Porygon 2 hat fast Giflor umgebracht. Ehrlich jetzt? Jetzt ehrlich noch Giflor austauschen, damit es nicht drauf geht. Naja. Vielleicht.
vielleicht nicht zwingend. Andere Frage ist... Schauen wir mal, was Giovanni drauf hat. Ich habe eindeutig das falsche Pokémon vorhin. ja. Ich hätte auch Gifloy nehmen können. Hierfür nehmen wir mal Dicktree. Hat er nicht getan. Der hat noch Doppelkick? Interessant. Hat denn jeder von seinen Pokémon diese Fuck-Attacke drauf? Ja, und jetzt dürfen wir angreifen, ja? Sehr schön. Natürlich hat Nidoqueen auch diese Attacke drauf. Wieso habe ich gedacht, dass Nidoqueen diese Attacke nicht kann? Immerhin haben Bodenattacken auf Taubos keine Wirkung. Na, sehr schön. Wir haben den Erdorden. Ja. So, jetzt gehen wir hier wieder raus. Wir werden danach so ein Schleudertrauma haben. So viel Dreherei. Kotsch, ja. Ein Trainer, der leicht schlecht wird, der kann da nicht rein in die Arena. Außer er hat genug Kotzbeutel dabei. Oh, der hat einen Xerox. Der hat einen Legi. Der hat die Entwicklung von Tangela. Und das sieht so lustig aus, dieses. Ihr seht es gar nicht. Das da. Ja, das da. Ich habe auch spontan seinen Namen vergessen. Ich sollte vielleicht die Krone runter machen, ich weiß auch nicht. Ich glaube, die Krone gefällt mir doch nicht mehr. Ich weiß nicht, setze ich wieder meine Carpador-Mütze auf? Vielleicht.
So, wie sieht... open the box. Ja. Ich weiß jetzt nicht. Also für Giovanni waren wir fast... waren wir eigentlich gleich von den Leveln. Wir müssen noch nach Keladon City zurück. Zu Martha. Vielleicht sind wir aber noch ein Ticken trainieren für die Pokémon-Liga. Unter 50 will ich da ungern. Ha. Lass mir was einfallen. Definitiv.